Heyo! Und wie ihr es vielleicht schon im letzten Video gesehen habt, beginnen wir neu mit Guild Wars 2. Alles auf Anfang jetzt. Und mal schauen, ob wir es diesmal weiter als Level 8 kriegen. Es bleibt abzuwarten, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, aber ich hoffe es wirklich. Weil wir sind jetzt nach neuester Hochrechnung 4 Leute. Jeder hat auch, glaube ich, eine andere Rasse im Endeffekt vielleicht. Ich sag jetzt irgendwas im Raum hinein. Es gibt andere Klassen und ich werde mir jetzt meinen Charakter erstellen mit Folge 0. Das wird vielleicht etwas dauern. Ihr könnt ja dranbleiben, wenn ihr wollt. Und in Folge 1 geht es dann richtig los. Ich weiß nicht, ob irgendwer schon bis Löwenstein bei mir auftauchen wird. Aber spätestens in Löwenstein, wenn wir dahin können und storytechnisch auch soweit sind, wird zu viert weitergespielt, weil ab da Level 20 circa Löwenstein stimmen die Storys überein. Im Großen und Ganzen, sag ich mal. Und fangen wir einfach an. Wir nehmen uns diesmal kein Char, wir nehmen uns kein Mensch, kein Norn, kein Sevari, wir nehmen einen Asura. Ich weiß auch schon, was für einen wir nehmen. Einen männlichen. Es ist natürlich, es ist gerade sehr, sehr wichtig, dass wir einen männlichen nehmen. Einen Ingenieur wollen wir auch nehmen. Wir machen das alles ein bisschen quicker, ist nur der Charakter an sich, wie der aussehen wird. Das ist der interessante Part. So. Ich mache den mal so klein wie möglich. Einfach aus Kontrast nicht, weil ich weiß, wir haben einen Norn dabei. Und vielleicht ist der Kontrast ganz interessant. Körperbau. Fett oder nicht fett? Nein. Noch fetter. Was ist das denn für ein Körperbau? Dünn, dick. Dicker am dicksten. Dürr. Hä? Ach, ist wieder dick. Also ich finde ja muskulös obenrum gar nicht so schlecht. Das ist der Discord-Channel. Aber mir stört der Bauch. Breite Schultern ist ganz gut, aber nicht für das, was wir vorhaben. Ich dachte mir mal, versuchen ein kleines Beispiel. Ich hoffe, der Name existiert noch nicht. Aber das erfahrt ihr erst später, wie der Charakter heißen wird. Ich hoffe, der existiert echt noch nicht. Aber es... Ach! Komm, wir schleppen viel Kram. Wir müssen das machen. Ja. Wir gehen auf Muskulatur. Ich will jetzt nur Hautzeichnung. Mal gucken, vielleicht können wir später hier ein bisschen was rausnehmen am Bauch, dass der einfach nicht so fett ist. Ich muss kurz in den Discord gucken, was die wieder wollen. Ja, okay, keine Ahnung. So. Also, wir hätten keine Markierung, so wie es aussieht. Eine Kopfmarkierung. Zwei Farben. Um die Augen rum. Auf den Arm und auf dem Kopf. Das ist eigentlich ganz lustig. Oh, Masern, auch nicht schlecht. Ah, vielleicht gar nicht so uncool. Oh, da haben wir uns ein bisschen verbrannt. Wir wollten nur bestimmte Stellen bräunen. Wie so eine Echse. Ja, wir sind Echsenmenschen. Kein Asura, Echsenmenschen. Ich glaube, irgendwie, das ist... Ah, ich weiß es nicht. Die Hände sehen einfach nur kacke aus. Das ist diese Farbflecken. Komm, wir nehmen das. Das ist am unauffälligsten. Das stört auch nicht so an den Händen. Da ist nämlich nichts. Das ist einfach nur im Gesicht. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Und da ist gar nichts mehr. Seht ihr? Ah, jetzt wollen die anderen vielleicht auch mehr sehen. Satt grasgrün, das ist eindeutig grün, Leute. Aber jetzt hat es wieder was Geiles. So Flammenhände. Ah, ich überlege gerade, ob wir jetzt auf die Flammenhände gehen. Ja, komm, wir nehmen die Flammenhände. Wir nehmen die Flammenhände. Finde ich ganz geil. Hier oben, das hatten wir eh schon. Das passt. Ist der Klatze? Oh, da hinten geht's runter. Ah.
Nee, ich will mal gucken, ob wir eine. Also, die mag ich ja ganz gerne. Die Frisur ist so. Naja, doch nicht. Hinten sieht's komisch aus. Afro, das ist super wichtig. Haben wir nicht mehr Frisur? Was ist denn Lanes? Ich dachte, ich hätte mehr Frisuren. Vielleicht muss ich ihn nochmal umgestalten, wenn ich in-game gehe. Aber irgendwie. Hat sie nichts mit Hut? Es kommt einem Hut vielleicht am nächsten. Oder wir nehmen einfach das. Ach, das sieht sau strange aus beim Azura, diese Haare. Ist das lustig, wenn wir einen Hut aufhaben und wenn wir abziehen, haben wir einen Afro? Ich weiß es nicht. Naja, ich bleibe jetzt erstmal bei der. Also, wir müssen uns auch ein bisschen, glaube ich, bräunlicher. Ich muss kurz nachgucken. Gib mir einen Moment. Ich will ja auch Möglichkeit haben, wenn das funktioniert, das soll sie auch lustig sein. So. Bilder. Okay, wir brauchen auf jeden Fall schwarze Haare. Und ein Hut. Ja, ein Hut. Leider ein Hut. Schwarz. Ich meine, ich lasse mal offen. Aber so, dass ihr es nicht seht. die stehen an der Seite raus. Ja, dann sind die vielleicht doch echt am sinnvollsten aktuell. Aber vielleicht können wir das nochmal umgehen. Accessoirefarbe ist ja nur dieses Band da oben. Dann nehmen wir. Haben wir kein Silber oder sowas? Naja, komm, das am ehesten. Oder? Ja, Silber ist schon sinnvoller eigentlich. Na gut. Gesichter und Hautfarben. Alter, der ist auch voll gegen die Wand gelaufen. What the fuck? Alter, was ist das denn? Die sind ja nur schlimmer. Grinsen die auch? Mein Gott. Aus dem können wir vielleicht was machen. Der ist nicht so schlimm wie der mit seinen Riesenaugen. Also, Klubschi. Der ist ein bisschen. Ja, wir machen eine junge Version. Okay. Hautfarbe ist eher so schwarz. Haben wir irgendwas? Das ist nicht so. Das ist ein sehr schönes Braun übrigens. In der Vorschau. Ja, wir können eigentlich das nehmen. Oder wir machen halt. Als Anlehnung noch an meinen Silvari. Könnten wir grün machen, aber. Schokolade. Okay. Das sieht nicht aus wie Schokolade. Warum ist Schokolade? Alter, dunkle Schokolade. Warum ist sie dunkler als schwarz? Dunkelbraun. Milchstraße. Toffee. Karamell. Was zur Hölle? Albino. Ne, ich glaube, ich gehe auf Porzellan, oder? Helle Sahne. So einen leichten Hautbraunton bräuchte ich. Das wäre fantastisch. Komm, wir nehmen das. Was ist das? Sahne. Wir nehmen Sahne. Die Ohren. Was haben wir hier? Was vielleicht nach oben geht? Glaube ich, schwierig hier zu finden. Das noch, aber ich finde die ganz geil. Weil wir sind ja ein Inji, ne? Und da sind die uns vielleicht einfach weggeflogen. So, Versuche. Pff. Das war's mit den Ohren. Kann man. Ich will mal gucken, ob man die Spitzer bekommt. Aber man bekommt die Ohren nicht nach oben. Alter, Fledermaus! Können fliegen. Ohrenlänge. Wop. Wir machen uns die längsten Ohren. Die wir haben. Wir wollen ja auch gleiten kommen. Ja, das ist doch.
Sieht aus wie so ein Cape. Finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt wird's anstrengend. Jetzt wird's anstrengend. So, Augenbrauenposition. Hallo. Hallo. Ja, die Mitte ist okay. Augenbrauenwinkel. Ist auch okay. Augenbrauendicke. Ja, dahin. Irisgröße. Ich finde die kleiner irgendwie geil, dann haben wir mehr. Ist die Pupille einfach irgendwie mächtiger. Wirkt auch so, als hätten wir uns irgendwas, so ein Auge mit Zielfunktion eingesetzt oder sowas. Augenöffnung. Nein! Nein! Ah! Ich bin erschreckt. Ich bin wütend. Und müde. Ich bin erschreckt. Müde. Wir sind ein abgekaterter Typ. So, die Augenbrauenposition. Wir gucken ein bisschen grimmiger. Weißt du, so misstrauisch ein bisschen, aber wir haben schon alles gesehen. Augenöffnung. Das war das, genau. Augenwinkel. Mama. Fand ich eigentlich okay. Augengröße. Oh, ein bisschen kleiner, dass sie nicht so wie Kopf einnehmen. Der Augenabstand. Ja, oder? Das ist doch gut. Okay, pass auf. Untere Lidposition. Ja, kneifen die so ein bisschen zu. Damit wir einfach besser sehen. Oh. Augenfarbe. Oh, was haben wir aktuell? Es ist eine Goldrute. Finde ich gar nicht schlecht. Aber grün ist natürlich auch ziemlich nice. Seht ihr in der Chat? So. Alter, ich habe mich gerade in mittelgrün verliebt. Das sieht ja super geil aus. Das ist so giftgrün eigentlich. Eisblau? Nein. Pink? Okay, ich habe irgendwas ins Auge bekommen. Das tut richtig weh gerade. Zu viel gerieben oder was? Pollenallergie? Ich weiß es nicht. Das wollen wir nicht. Ich bin auch hierfür. Aber das Gelbe ist halt auch irgendwie ganz nice. Weiß. Dann hätten wir Taschenlampen drin. Die Nacht. Batman. Blass lila. Nee, komm. Ich hab mich direkt verliebt in dieses geile Grün. Das wird jetzt gar nicht mehr so geil. Nein! Ach, das passt schon. Nasenbeinbreite. Muss ein bisschen breiter sein bei Basura. Nasenflügel, das ist okay. Ich lasse sie mal so jetzt. Alter. Ja, ich zieh mal kurz komplett klein. Von vorne sieht man nicht wirklich einen Unterschied. Ich würde es aber, glaube ich, auf groß lassen. Weil Asura hat einfach so einen Rüssel im Gesicht. Das passt schon. Ja. Das passt eindeutig. Nasenspitze. Nee, die muss eben sein. Zu der Nasenbeinhöhe, also zu diesem Punkt, dass es so eine Linie gibt. Die Nasenplatzierung. Das ist jetzt die Höhe, ne? Die war ganz lang. Wir brauchen ja einen Riechkolben. Direkt am Mund, damit wir auch besser unseren eigenen Atem riechen können. Falls wir einen Mundgeruch haben, ne? Da können wir direkt was gegen machen. Unterlippe. Und, ich finde es eigentlich okay. Oberlippe. Oh, guck dir das mal. Knutschi. Schmollmund.
Nehmen wir das, komm. Wir schmollen ja nicht. Der ist doch minimal, die Mundbreite. Ich bin Joker-Face. Eigentlich müssten wir weiße Augen nehmen. Ja. Wir haben ja eine schwarze Pupille. Nein, ich bleib bei grün. Aber weiß da auch ziemlich nice aus. Komm mit dem Weiß. Ja, wie geht die Mitte beim... Ich sehe keinen Unterschied. Oh, Hamstervorrat, nice. Haben wir nicht. Wir sind stinkreicher Bastard. Kinn und Kiefer. Kieferbreite. Oh, die können wir mal ein bisschen verschmälern auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen was. Seht ihr es hier? Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist halt die Höhe und Tiefe, aber. Da. Ich. Keine Ahnung, ich sehe nicht wirklich, was das für eine Ausführung ist. Irgendeine Ebene da drin, die für mich nicht ausschlaggebend ist. Das wiederum ist interessant, die Kinnlänge. Und wir haben ein sehr langes Kinn. Ja, das ist ja wichtig. Kioration. Ist das irgendwie harmonischer gerade jetzt? Ja. Kinnform. Nur spitz oder rund? Nee. Wir gehen auf ein bisschen rund, aber mehr spitz. Das ist meine Beschreibung der Form. Körpergröße. Also ja, Kopfgröße. Ich dachte Körpergröße. Was? Bin ich auch ein Komplettbild? Das ist ein Kopf. Wäre halt sinnvoll. Ach da. Sehr gut. Ja, wir sind schon. Wollen ja auch nicht scheiße aussehen. Rüstungsfarben sind im Moment vollkommen egal. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich versuche, weil unser Anzug eigentlich ist Stein. Eigentlich ist er Silber. Bisschen Varianz reinzubringen, ne? Bisschen. Das sind die drei Farben, mit denen wir arbeiten. Das ist das Ebenholz. Oder was? So. Ja, 2-1-3. 2-1-3. Haben wir hier auch. 2-1-3. Oben das und hier unten. 2-1-3. Ja, dann nehmen wir die 3 direkt. Nee, machen 2. Passt schon. Okay, das heißt, wir haben unseren Charakter gestaltet. Fürs Erste. Ich finde ihn irgendwie ganz geil. Fällt mir. Voll mit dem Gesichtsdingens. Gehen wir weiter. So, mein nächstes Werkzeug ist Multi-Werkzeugtasche. Schraubenzieher, ein Spaten in einer Lederverdrängungskörper. Gadget für jede Lebenslage. Finde ich ganz sinnvoll. Niemand kann die Welt klarer als ein Adler hoch oben. Sieht die Welt klarer als ein Adler hoch oben in den Lüften. Diese Brille erlaubt es ihrem Träger genauso klar zu sehen. Finde ich irgendwie ganz cool. Oder ein Monokel. Haben wir ein Monokel? Eigentlich haben wir sowas. Aber ich mag diesen Rucksack nicht. Ehrlich gesagt, ich finde das am geilsten. Was haben wir hier? Die Details sind wichtig. Ob ihr nun die Verdrahtung eines Sprengsatzes überprüft oder den Getriebeschacht eures liebsten Geschützturms auswechselt, die müsst ihr alles sehen, was ihr sehen müsst. Ich bin für die Adleraugen. Die sehen eindeutig nice aus. Wow. Weiter. Auch in Spielen meistere ich mit Würde. Ja, im Grunde ist es selbst, werde ich respektiert benehmen. Wildheit oder Charisma? Nee, wir sind bei Würde. Na, Würde, wir wollen es ja. Wir sind ja ehrenhaft als Asura auch. Ein bisschen. So, Kolleg, Dynamik oder Synergetik? Was haben wir denn bei Statik?
besteht aus Baumeistern und Architekten. Wir bauen Dinge. Was haben wir hier? Geräteerfinder. Ja, das ist schon eher was. Muster der... Nee, wir sind eindeutig ein Dynamik. Wir sind Geräteerfinder. Energie, Begeisterung und Mut sind unsere besten Qualitäten. Wir glauben den wirksamen Einsatz aller natürlichen Gegenstände. Die Explosion eines Prototypen wird nicht als Misserfolg angesehen, außer wenn dadurch keine Lehren gezogen werden. Also bin ich gar nicht so schlecht. Passt auch zu uns. Meine erste Erfindung war Vala Golem. Oh, gut. Ah, Mikro noch an, Oscar. Muss kurz niesen. Verzeihung. Die meisten sind Kraftprotz und für den Kampfeinsatz gedacht. Euer aber ein kleineres Modell. Mit jeder Menge Extras. Hm. Er hat alle Asura-Haushalte revolutioniert und trockene Martinis ebenso. Geil. Eigentlich gar nicht so schlimm. Der Wetterwechsler. Das Wetter, das macht einfach nur Spaß, das Wetter macht Lust und Laune zu ändern. Wäre der Prototyp doch nur leistungsfähig gewesen, das Design war trotzdem erstklasse. Mein Wetterwechsler war das Meisterwerk eines echten Genies. Ich wünschte, ich hätte mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Und ein Unendlichkeitsball. Manche sagten, er sei nur ein Kinderspielzeug gewesen. Sie lagen falsch. Meine Erfindung kann die Zukunft voraussagen. Was passiert, wenn sie nicht immer zuverlässig ist? Das ist irrelevant. Könnt sie mir einen Vorteil verschaffen? Antwort unklar. Konzentriert euch und fragt erneut. Wow, du hast so ein 8-Ball gemacht, ne? Naja, wo du schüttelst ein Ja-Nein-Antworten kriegst. Oder frag nochmal. Super. Wir nehmen den Golem. Klingt ein. Wir haben die Haushalte revolutioniert und den trockenen Martini. Ich bitte euch. Es gibt nur eine richtige Wahl. Und das ist dich. So, was haben wir denn für einen Betreuer? Die sehen alle scheiße aus. Wissenschaftlicher Betreuer, der mir fast alles beigebracht hat, was ich weiß, war Bronk. Guter alter Meister Bronk lehrte mich die Vorzüge überlegener Feuerkraft zu schätzen. Wenn man einen Feind übertreffen kann, das nie gut genug sein. Finde ich gut. Meisterin Zinga lehrte mich, dass die beste Form der Magie immer noch das gute alte Glück ist. Sie sagt immer, Planung ist etwas für Idioten, die glauben, man könnte jedes Resultat vorhersagen. Die Zukunft ist veränderlich. Man muss mit dem Strom schwimmen. Glück mag ich nicht. War dafür bekannt, sich meistens doppelt und dreifach abzusichern. Er sagte oftmals, dein erster Versuch sollte nie dein letzter sein, insbesondere wenn er erfolgreich war. Der nächste Versuch kann immer noch ein größerer Erfolg sein. Langweiler. Und Kani. Ratsmitglied Kani war nicht nur irgendeine Bürokratin, sie war eine innenpolitische Parawissenschaftlerin. Sie war stolz darauf zu sagen, bringt immer einen Zeugen mit, am besten einen entbehrlichen. Man weiß nie, ob man nochmal einen Sünden braucht. Nee, ich bin für Bronk. Der hat sowas, Lehrmeister. Das ist einfach ein Wahnsinniger, genau wie die. Und das ist eine Politikerin, die geht gar nicht. Ey. Politik, bah. So, Bronk nehmen wir, denn Feuerkraft gibt es nie genug. Und wie heißt er? Ich muss kurz in die Webcam zu sein, dann sehe ich nämlich auch was. Wir brauchen 3 Zeichen. Ja, Dwarf zum Beispiel. Gar nicht so schlecht. Nein. Ich wollte mal gucken, ob der Name schon existiert. Moment. Habe ich hier ein Taschentuch? Natürlich nicht. Blende ich die Webcam gerade mal aus und suche mir ein Taschentuch, mal Pause. Nein, wir machen jetzt Inspector Gadget fertig. So, in Inspector Gadget. Ernsthaft, den Namen gibt es noch nicht? Das ist ja fantastisch, dass noch keiner auf den Gag gekommen ist. Wir brauchen jetzt Inspector Gadget. Also richtig geschrieben, Inspector Gadget. Perfekt. Weiter. Was? Da steht. Da! Mein Gott! Können wir das machen? Na! Ah! Ich kann auch nicht mehr Zeichen machen. Inspector Dwarf Gadget. Fuck! Inspektor. Ich will einen Punkt! Dann hätte ich so einen One-Piece-Anleihen gehabt.
Inspektor D. Gadget. Könnte ich auch mal einen Inspektor Gadget, das zweite T ist stumm. Na? Fuck, was machen wir denn jetzt? Warum kann ich kein Paar machen? Das verstehe ich nicht. Das ist mir... Inspektor. Moment. Wenn ich kein Punkte machen kann, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob Inspektor Gadget einen Vornamen hatte. Was sagt denn Wikipedia dazu? Kurz mal schnell gucken. Ist ein Cyborg? Dr. Kralle, ja. Können Sie den Inspektor Dr. Gadget nennen? Das wäre auch noch was. Oder Inspektor Go Gadget. Anlehnung an Go Go Gadgetto. Oh, Inspektor Gadget. Oh. Kann ich ein Minus machen? Gadget. Oh. Das nehmen wir. Weil. Oh. Ich habe leider auch keinen Buchstaben, der so ein Schrägstrich ist, ne?